Einen schönen guten Abend hier im Kino des DFF. Mein Name ist Ellen Harrington und ich bin die Direktorin dieses Hauses. Es ist ein wirklich besonderer Abend. Sie alle wissen es. Gundermann hat vor knappe 4 Wochen unglaubliche 6 deutsche Filmpreise gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Andreas Dresen. Es ist uns eine große Ehre und Freude, Sie nun heute bei uns begrüßen zu dürfen. Nach dem Film um 20.30 Uhr findet dann hier im Kino ein ausführliches Gespräch zwischen meinen Kollegen Urs Spori und Andreas Dresen statt. Darauf freuen wir uns sehr. Und danach zeigen wir noch 1/2 Treppe. Aber zunächst sind wir gespannt, was unser Gast und vor dem Film Gundermann mit auf den Weg geben will. Bitte begrüßen Sie mit großem Applaus Andreas Dresen. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ich wurde schon betrunken gemacht. Das hilft. Also freue mich sehr, hier sein zu dürfen und die Ehre zu haben, diese Carte Blanche. Also ist ja nicht nur, dass wir heute peinlicherweise meine Filme zeigen im Angesicht dieser Klassiker, die ich hier ausgewählt habe für das Filmmuseum, die mir am Herzen liegen und die wirklich Meisterwerke der Weltfilmkunst ist, das kann man glaube ich wirklich sagen. Und eine große Ehre. Ich weiß ja auch, welche Kollegen alles schon hier waren. Wahnsinn, ja. Ich fühle mich dafür fast noch zu jung, aber wahrscheinlich, ich fühle mich nur so. Ich sollte mal vielleicht öfter in den Spiegel gucken. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind, dass es so voll ist zu Gundermann. Das sind ja immer so die schmerzensreichen Filme, die manchmal einem besonders am Herzen liegen. Und Gundermann, das kann man wirklich so sagen, war ein schmerzensreicher Film, den wir dem Schicksal, muss man schon wirklich sagen, abgetrotzt haben. Wir, damit meine ich in dem Fall ganz besonders die Drehbuchautorin Laila Stieler, die da eine maßgebliche Aktie dran hat, denn sie hat an diesem Film, also wir haben alles in allem 12 Jahre an diesem Film gearbeitet. Das hat eine sehr lange Recherche gebraucht, weil der Gundermann ja nun mal eine Persönlichkeit ist, die es tatsächlich gegeben hat. Es gibt viele Menschen, die ihn noch kennen. Übrigens im Osten, wie man sonst immer annimmt, war der gar nicht so berühmt. Das war jetzt nicht die Helene Fischer des Ostens, ja, sondern dass man musste schon auf die Musik von Gundermann stehen, um das auch im Osten zu kennen. Ja. Also es gibt auch viele Leute aus dem Osten, denen der, bis der Film rauskam, kein Begriff war. Ja. Und wir haben tatsächlich, insbesondere Laila hat unendlich viele Gespräche geführt mit Leuten, die ihn noch persönlich kannten, insbesondere mit seiner Frau Conny Gundermann, die den ganzen Film über all die Jahre begleitet hat, aber auch mit den Musikern, die mit ihm gespielt haben, mit seinen Freunden. Also es war ein Berg von Recherche, in dessen Ergebnis wir dann festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach ist, so einen besonderen Charakter, Sie werden es gleich erleben und ich darf jetzt auch gar nicht so viel vorquatschen, so einen Charakter in eine Filmdramaturgie zu pressen, muss man fast sagen, weil das jemand ist, der sich so den klassischen Sehgewohnheiten quasi vom Charakter schon als solches versperrt. Ja, also die Figur hat sich quasi gewehrt gegen die Verfilmung. Ja, und deswegen hat es auch 8 Drehbuchfassungen gebraucht über all die Jahre, damit das irgendwie dahin kam, wo wir es dann drehen konnten. Und darüber hinaus mussten wir auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Also um ehrlich zu sein, über die meiste Zeit waren Laila und ich die Einzigen, die an diesen Film geglaubt haben. Wir haben 3-mal die Produktionsfirma gewechselt. Uns haben immer wieder Leute gesagt, warum wollt ihr denn das machen über so einen Tagebautypen aus der Braunkohle, der Lieder singt, das will doch keiner sehen. Und also und wenn man das dann immer wieder hört, kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, dass man das selber glaubt, klar. Wir haben dann auch Zweifel bekommen, zum Glück nie beide gleichzeitig, sonst würde es den Film nicht geben. Es gab immer,
gab immer einen, der daran geglaubt hat dann und das weitergetrieben hat so. Und am Schluss kam dann auch noch die Filmförderung, die dann gesagt hat, Gundermann, wer kennt denn Gundermann? Habe ich dann auch gesagt, Mensch, wer kennt denn Toni Erdmann? Ja, also das ist, man kann doch die Figur kennenlernen und wir haben ja nun ein Drehbuch, lest euch doch das durch, was an dem interessant ist. Ja, also und bei Rio Reise hatte im Übrigen keiner diese Frage gestellt. Ja, also das habe ich dann auch als ungerecht empfunden und habe dann einen zornigen Brief geschrieben, der zum Glück auf offene Ohren gestoßen ist, sodass wir das dann tatsächlich finanziert gekriegt haben und machen durften. Und wie das bei so einem Film ist, als er dann gestartet ist, im letzten Jahr im August, der Filmverleih Pandora, Björn Hoffmann, der hat wirklich an dieses Projekt total geglaubt. Und ich war schon so verzagt, ich habe gedacht, das wird nie was. Jetzt haben wir den zwar gedreht, aber da wird keiner reingehen. Am Start Donnerstag waren 34 Grad, also als der Film in die Kinos kam, wo man dann auch denkt, nein, das ist aber auch ein Schicksalsschlag hier. Und Björn Hoffmann, der Verleiher, hat gesagt, mit dem Film machen wir mindestens 300.000 Besucher. Und er hat recht behalten, es ist ein Wunder. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Und und das ist dann toll, wenn so eine Schmerzgeburt sozusagen dann plötzlich ihr Publikum findet, übrigens Ost wie West, das finde ich total schön und macht mich glücklich, muss ich sagen. Also es ist nicht so ein Spartenfilm geworden, wie wir befürchtet haben. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut beim Deutschen Filmpreis, weil das ist ja schon was Besonderes, wenn man so einen Preis verliehen bekommt von den Kollegen. Ja, also diese Filmakademie, das sind 2000 Leute ungefähr, die stimmen anonym ab, die schicken ihr Urteil zu einem Notar, der zählt das aus, steckt das Ergebnis in einen Umschlag und das wird auf der Bühne geöffnet. Niemand weiß, was dabei rauskommt. Und das ist halt das geheime Votum von 2000 Filmschaffenden. Und deswegen macht einen das natürlich besonders froh, wenn man plötzlich dort gewinnt, weil das ist das Urteil der eigenen Kollegen und sie wissen ja, wie das im Kollegenkreis so ist. Ne? Es ist nicht immer nett und wenn die eigenen Kollegen einem sagen, du hast einen tollen Film gemacht, das freut einen natürlich, das hat mich auch sehr gerührt und ich wollte eigentlich auf der Bühne eine Geschichte erzählen, die habe ich mir dann verkniffen, weil sie ein kleines bisschen zu lang gewesen ist, aber hier kann ich sie vielleicht kurz machen, weil mir, ich habe nach diesem Film wirklich wahnsinnig viele Briefe bekommen. Aus Ost wie West. Also ich habe noch nie zu einem Film so viel Resonanz erhalten. Ja, also, und teilweise wirklich sehr rührende, ausführliche Lebensgeschichten. Aber einen Brief möchte ich kurz erzählen, der kam aus Nürnberg, von einer Zuschauerin aus Nürnberg, die mir geschrieben hat, sie kannte Gundermann nicht, sie hat nie von dem gehört. Sie hat im Kino den Trailer gesehen und ist dann einfach dahin gegangen, weil sie die Bilder interessiert haben, weil die Musik sie irgendwie interessant fand. Und dann ist sie da reingegangen in den Film und der Film hat sie berührt. Und dann ist sie während des Abspanns halt auch noch sitzen geblieben. So. Und vor ihr, so drei Reihen vor ihr, blieb noch eine andere Frau sitzen, die sich dann am Ende des Abspanns zu ihr rumdrehte und gesagt hat, na, auch aus dem Osten? Sie sagte, nee, ich bin aus Nürnberg. So. Und dann schrieb sie mir, sind die beiden miteinander ins Gespräch gekommen und sind danach noch ein Bier trinken gegangen miteinander und haben sich über ihre Lebensgeschichten unterhalten. So. Und sie endete ihren Brief damit, dass sie sagte, das war ihr wichtig, dass sie mir das schreibt, weil so finden Menschen zueinander und fangen an, sich ihre Geschichten zu erzählen. Und das ist unabdingbar. Und im Übrigen, diese Begegnung hat stattgefunden am 4. Oktober, einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Ja, und sie sagt, das wäre ihr schönstes Geschenk dazu gewesen. Und insofern ist es schön, wenn wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen und vor allen Dingen auch sie nicht nur zu erzählen, sondern uns auch zuzuhören. Also viel Spaß bei dem Film. Thank you, Alan. Guten Abend nochmal. Nimm Platz, genau. Ja, wir haben gerade Gundermann gesehen. Schön, dass du wieder da bist. Und schön, dass sie noch da sind. Teilweise auch neue Menschen. Also es gibt auch Menschen, die jetzt nur zum Talk da sind. Deswegen keine Angst. Wir werden nicht nur über Gundermann reden, aber selbstverständlich auch. Wir werden über deine Filme, deine Karriere reden, aber natürlich auch die Filme, die du zur Carte Blanche ausgewählt hast. Denn einen Monat lang hast du ja unser Programm hier geprägt. Aber jetzt nochmal. 3. Mai.
war der große Tag. 6 deutsche Filmpreise bei 10 Nominierungen, darunter bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bestes Drehbuch. Kannst du so mit dem zeitlichen Abstand überhaupt hier so langsam begreifen, was das für ein Ding war, was ihr da gerockt habt, nachdem ihr jahrelang gebraucht habt, uns zu finanzieren? Naja, das war schon ein bisschen surreal, muss ich sagen. Man geht ja da rein und weiß nichts. Und es gab ja auch schon Kollegen, die 10-mal nominiert waren und nichts bekommen haben. Wir hatten auch schon mal mit Sommer vorm Balkon seinerzeit, glaube ich, 6 Nominierungen und haben keinen Preis gekriegt. Insofern geht man lieber ohne Hoffnung dort rein. Was aber dein Publikumserfolg war, dein größter bisher? Ja, das war ein riesen Publikumserfolg. Und trotzdem, muss ich ehrlich zugeben, ist man dann doch auch, wenn man dann 6-mal nominiert ist und gar nichts kriegt, schon auch enttäuscht und traurig. Und dann, das wünscht man sich nicht, sage ich mal. Aber hier war es jetzt so, dass ich tatsächlich auch die anderen nominierten Filme, die da am Start waren, ehrlich gesagt so cool fand, dass ich dachte, das ist egal. Also wenn die anderen jetzt gewinnen, ist das absolut okay und fair. So, und es wäre auch, bin ich mir sicher, so gewesen. Also wir hatten da trotzdem schön gefeiert, so, weil ich fand den Film von Caroline toll und Styx sowieso. Also da waren echt der Junge muss an die frische Luft. Das war echt ein wirklich interessanter Jahrgang so, und insofern kann man dann auch ohne Arg sagen, der Glücklichere möge gewinnen. Ja, in dem Fall waren wir die Glücklicheren, hat mich natürlich super gefreut. Aber ehrlich gesagt finde ich es natürlich auch immer so. Filme vergleichen ist schwer. Ja. Der eine kriegt einen Preis, der andere nicht. So, das ist wie Äpfel und Birnen auch vergleichen. Es ist ein bisschen Glückssache. Ja. Wir haben halt dieses Jahr echt Glück gehabt und das war schön. Und ich habe ja schon vorher gesagt, es ist natürlich besonders toll, wenn man so eine Auszeichnung von Kollegen kriegt. Ich habe mich ehrlich gesagt schon über die 10 Nominierungen gefreut, weil die Nominierungen, sie werden vielleicht mit dem komplizierten System der Vorauswahl und der Nominierung für den Deutschen Filmpreis nicht so vertraut sein, aber man wird nominiert zum Beispiel als beste Kostümbildnerin von den anderen Kostümbildnern. Also das entscheiden nur die Kostümbildner, wer in die Nominierung geht fürs beste Kostüm. Es entscheiden nur die Regisseure, wer nominiert wird für die beste Regie. Und, das ist natürlich schon das zu bekommen von den eigenen Kollegen, ist was total Tolles. Insofern war ich schon glücklich über die Nominierung. Ja. Ja, ich vergleiche jetzt trotzdem auch mal deine eigenen Filme quasi, denn das ist ja bei weitem nicht der erste Film, in dem du die Aufarbeitung der DDR und was das Leben dort und diese ganzen Hintergründigkeiten beinhaltet. Du hast das in den 90ern schon sehr, sehr früh gemacht. Im Grunde schon mit Stilles Land, 1992, dein Regiedebüt. Das war eine Geschichte über den Mauerfall und da wird eine Theatergruppe in der Provinz gezeigt, wo das noch nicht durchgesickert ist quasi. Und das ist ein wahnsinnig starker Film. Und damals kam das überhaupt noch nicht so gut an. Also bei Kritikern schon, aber bei der Bevölkerung noch nicht. War das zu früh oder was würdest du als Grund sehen? Ja, also das würde ich sagen, wir haben den Film 1991, 92 gedreht. Der kam 1992 ins Kino. Er hatte glorreiche, mit 5 Kopien ist er gestartet, hatte glorreiche 15.000 Zuschauer. Bundesweit. Bundesweit. Also die Ossis haben damals, glaube ich, gedacht, oh Gott, das haben wir gerade selber erlebt, das wollen wir auf gar keinen Fall jetzt wieder sehen. Und die Leute aus dem Westen haben gedacht, das geht uns ja nichts an. So, und, naja, ich möchte kurz anmerken, wir sind in Frankfurt, du hast den Hessischen Filmpreis. Das stimmt, die Hesse komme. Jawohl. Und das stimmt, wir haben auch den Deutschen Kritikerpreis bekommen, aber deswegen ist trotzdem kaum einer ins Kino gegangen. Aber das Schöne bei Filmen ist ja, die bleiben ja. So, ne? Das ist das Schöne und das ist auch der Fluch. Bei Theateraufführungen kann man immer so von den legendären Aufführungen später reden. Keiner kann es überprüfen. Ja? Ich komme aus einer Theaterfamilie. Ja, also, und bei Filmen ist das natürlich so, die kann man zur Not aus der Schublade holen und mal gucken, ob die wirklich so gut gewesen sind. Ja? Also, und bei schöne DVDs dazu. Und bei Stilles Land war es tatsächlich so, dass dann kam, ich glaube, dann hat die Filmgalerie 451, ein kleines Label in Berlin, die hatten die Idee, eine DVD-Reihe zu machen mit Debütfilmen. Und da haben sie auch Stilles Land dann veröffentlicht. Und plötzlich kriegte der Film so durch diese DVD-Veröffentlichung plötzlich wie so ein zweites Leben. Der kriegte plötzlich nochmal bundesweit Rezensionen. Die Leute haben die DVD gekauft und plötzlich kam der wieder. Der wurde quasi wiederbelebt. So. Aber in der Zeit, als er da war,
war er, denke ich, tatsächlich zu früh oder zur Unzeit. Manchmal ist es so. Man kann das ja auch nicht beeinflussen. Ein Film ist fertig, wenn er fertig ist. Ja. Und manchmal hat man eben auch Glück. Mit Gundermann kamen wir genau in so eine Situation rein, wo man auch wieder über den Osten geredet hat, wo das wieder Thema wurde. Und plötzlich war das plötzlich der richtige Film zur richtigen Zeit, obwohl wir 12 Jahre an dem gearbeitet haben. Ich wäre echt froh gewesen, wenn er früher fertig gewesen wäre. Aber vielleicht wäre das gar nicht so gut gewesen. Und so ist das. Das ist manchmal eben auch wirklich ein seltsames Zeitgefüge, ja. Auffällig ist ja auch, dass schon in Stilles Land, dem ersten Film, der damals noch blutjunge Thorsten Merten mitspielt, der den Puppenspieler spielt, der im Grunde in fast jedem deiner Filme vorkommt, wenn nicht sogar in jedem. Und das ist nicht der einzige. Also da gibt es ja den Steffi Kühnert, den Axel Prahl, den Milan Peschel, tauchen alle ziemlich regelmäßig auf. Ist das so ein Anliegen von dir oder hat sich das so zufällig ergeben, dass da so eine Filmfamilie bei dir entstanden ist? Ach, das haben ja viele Kollegen. Christian Petzold hat das auch so. Und ich finde, das ist vielleicht unsere Sehnsucht beim Film nach diesem, was man beim Theater Ensemble nennt. Ja, also wir rennen ja immer wieder auseinander. So, wir haben diese kurze, intensive Zeit von Dreharbeiten, wo man sich trifft, wo man so fremde Leben miteinander lebt und durch Höhen und Tiefen läuft und sich unglaublich intensiv nahe kommt so und dann geht man halt wieder auseinander und das ist ein großer Unterschied zum Theaterleben, wo man so gemeinsam über Jahre auch miteinander vielleicht an einem politischen Willen miteinander wächst so und danach sehnt man sich und vielleicht ist es deswegen auch der Wunsch, sich immer wieder zu treffen. Das klappt nicht immer, weil ich habe natürlich gerade für Schauspieler auch nicht immer die richtigen Rollen in den Drehbüchern, aber wenn ich dann die Möglichkeit habe und man gut miteinander gearbeitet hat, dann wünscht man sich natürlich, sich wieder zu treffen, in vielleicht in anderen Zusammenhängen. Ja. Und ich finde das was sehr Schönes, dieses Familiäre. Wenn man, und das ich muss vielleicht doch dazu sagen, das artet bei uns jetzt nicht in so einen Kuschelkurs aus. Also es ist schon auch wir schenken uns nichts. Ja. Das heißt, du bist richtig hart am Set? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hart ist das falsche Wort. ich bin eigentlich sehr freundlich. Ich bestimmt? Bin, oder? Ja, sicher. Sonst wäre ich nicht Regisseur, glaube ich. Also, aber ich bin sehr sanft eigentlich tendenziell. Und was nicht heißt, dass ich nicht auch bockig sein kann. So. Aber ich weiß einfach um das Problem, was, glaube ich, jedem so geht, nicht nur beim Film, sondern in jedem Beruf, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir im großen Druck ausgesetzt sind, uns behaupten müssen. Es ist halt eine Leistungsgesellschaft irgendwie. Das ist für gerade für die künstlerische Arbeit nicht immer zuträglich. Und man hat vielfältige Ängste. Ich selber ja auch so, wenn man an einen Drehort geht und die Schauspieler auch. Und man braucht bloß in die Augen des anderen schauen, dann sieht man die Angst. Die Angst zu scheitern, die Angst zu versagen. Und ich selber kenne das natürlich von mir auch. Das ist Teil unserer Arbeit irgendwie. Und es ist bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht auch ganz gut, dass man diese Angst hat, also Versagensangst, sage ich mal. Auf der anderen Seite darf sie nicht so überhand nehmen, dass man sich lähmt, dass man sich nichts mehr traut. Also man muss irgendwann auch das vergessen und sich mit geschlossenen Augen rückwärts überfallen lassen dürfen. So, und hoffen, dass auch die peinlichen Momente, die einem da passiert, dann möglicherweise durch den Regisseur nicht veröffentlicht werden, wenn man Schauspieler ist. So. Und das, ich versuche deswegen gerne eine vertrauensvolle, herzliche, freundliche Atmosphäre am Drehort zu haben, dass man diesen Druck für einen Moment vergisst und in ein Spiel kommt miteinander und dabei dann zu Leistungen kommt, die unter großem Druck vielleicht schwer möglich sind. Deswegen versuche ich eigentlich nicht Konflikte zu vermeiden. Wir diskutieren schon, ja, also, aber die nicht so überbordend zu lassen, dass man sich lahmlegt gegenseitig so. Natürlich passiert es bei Filmen, dass man sich mal streitet. Bei großen Sets gibt es auch mal Krach. Also, aber ich habe es, also das richtige letzte Mal, dass ich richtig großen Krach am Drehort hatte, ist 5, 6 Jahre her. Also dann kann ich auch laut werden. Also. Nee, probt ihr viel, würde mich da noch interessieren. Ist das ein Teil des Konzepts? Weil das sagen ja viele, bei denen die Filme dann auch gerade so diese stimmige Dynamik bei so einem Ensemble entwickeln, wie es ja oft bei dir ist. Ich probe sehr ungern. Also weil ich das eigentlich persönlich sehr mag, dass die Kamera ganz schnell läuft. Ich kenne diesen Prozess vom Theater, dass man eine erste Probe hat.
Und dann ist die ganz toll. Alle haben so ein Initiationserlebnis irgendwie. Und dann rennt man die nächsten 6 Wochen Theaterproben diesem Gefühl hinterher und sagt sich, Mensch, wie war denn das? Das war doch bei der ersten Probe so toll. Warum kriegen wir das nicht mehr hin? Ja. Und das passiert einem beim Film durchaus auch, wenn man überprobt sozusagen, dass man dann denkt, oh, das war doch in der Probe so schön. Warum haben wir das bloß nicht gedreht? Und da sage ich mir jetzt immer, naja, dazu habe ich ja nun die Kamera. Ich kann die Kamera ja auch bei der Probe anschalten, wenn ich will. Ja, also, und habe diesen Moment. Und ich probe lieber zwischen den Takes und habe ganz gerne auch den ersten Take, wo die Regie noch nichts versaut hat, sage ich mal. Wo die Schauspieler so einfach ihrer eigenen Intention folgen und so, und wo man das noch nicht so zerquatscht hat, so. Und es ist ganz interessant, wenn man den Film später schneidet, entweder man nimmt so die ersten Takes oder die letzten, ja, da kommt man manchmal wieder dahin, manchmal auch durchaus besser. Die mittleren sind es fast nie. Also das ist immer irgendwie so ein Prozess, den man durchläuft von, also man kriegt manchmal in so einem Prozess von Bewusstwerdung dann in den letzten Take tatsächlich eine höhere Qualität nochmal hin. Hat häufig mit Rhythmus zu tun, mit Vertiefung, mit Details. Ansonsten sind die ersten auch ganz toll und ich mag es übrigens auch sehr gerne beim Drehen. Es gibt ja so manchmal bei komplizierteren Szenen so Stellproben, wo man das so mal grob durchbaut. Und ich arbeite ja mit meinem Team schon fast 30 Jahre. Ja, also wir verstehen uns blind. Wenn ich den Kameramann auf eine bestimmte Art angucke, dann schaltet er die Kamera ein. So. Und das restliche Team sieht das auch. Und ich drehe tatsächlich manchmal Stellproben heimlich mit. Und die Schauspieler wissen das nicht, dass ich schon drehe. So, also da schlägt dann auch keiner eine Klappe. Es sagt keiner, wir drehen, sondern das Team arbeitet still. So, ne? Und dann wird am Ende des Takes dann eine Schlussklappe geschlagen. Und dann sind die Schauspieler meistens ziemlich überrascht und sagen, wie, du hast schon gedreht? Aber ich habe doch noch gar nicht gespielt. Und ich sage dann, ja, eben. Großartig. Wie ist das denn? Schon solche Sachen in Filmen tatsächlich. Ehrlich? Also, ach, schön. Da achten wir mal drauf, würde ich sagen. Das man ja nicht. Ja. Da kommt dann aber jetzt jemand neu dazu, ne? Der Alexander Scheer, das ist das erste Mal, dass er bei dir mitgespielt hat. Wir kennen ihn seit Sonnenallee, das war seine erste große Rolle damals und dann auch jetzt Gladbeck, der Zweiteiler, da hat er den Entführer gespielt, ganz phänomenal. Er hat doch schon Blixer Bargeld, genau. Keith Richards, der ist auf Musiker abonniert. Absoluter Charakterdarsteller. Was ich interessant finde, bevor wir auf Alex eingehen, eigentlich wolltest du Milan Peschel für die Rolle. Ja, na, ich habe ja schon gesagt, das Projekt ist 12 Jahre alt. Und als wir angefangen haben damit, war Alex viel zu jung. Und Milan war genau richtig. Und der spielt auch Gitarre und kann toll singen. Und ich habe mich damals sogar mit Milan mal getroffen. Naja, und dann hat es halt alles ewig gedauert. Und Milan ist quasi aus der Rolle raus und Alex reingealtert sozusagen. Und dann ging das irgendwann nicht mehr. Und so haben die beiden jetzt die Plätze getauscht im Film. Und Milan spielt trotzdem mit. Milan spielt mit, na klar. Das musste dann schon sein. Hier spielt ja die halbe Volksbühne mit in dem Film, muss man ja sagen. Das ist ja fast eine Volksbühnenreferenz mit Kathi Angerer noch dazu. Das ist ja das halbe Castorf-Ensemble sozusagen. Sehr cool. Alexander Scheer, riesiger Glücksfall, würde ich sagen, oder? Der sieht ja nicht nur 1:1 aus wie Gundermann, der wirkt ja auch so, wenn man sich Material anschaut. Ich muss dazu sagen, ich kannte Gundermann vor dem Film überhaupt nicht, nicht mal namentlich. Und ich habe aber dann das Gefühl jetzt gehabt, der imitiert den ja noch nicht mal. Also der macht irgendwas, dass der ein eigener Gundermann wird, der dem realen Gundermann aber wahnsinnig nahe kommt. Wie habt ihr daran gearbeitet? Wie hat Alex Scheer daran gearbeitet, dass das gelungen ist? Alex ist wirklich ein Verwandlungskünstler, anders kann man das nicht sagen. Ja, also er hat sich diese Figur, diesen Menschen einverleibt. Ne? Also, wenn man ihn privat jetzt hier sehen würde, er sieht überhaupt nicht so aus wie Gundermann. Er sieht überhaupt nicht so aus, wirklich nicht. Also da kommt natürlich viel Verkleidung, also muss vielleicht dazu sagen, er hatte falsche Zähne, um diesen Überbiss herzustellen. Er hatte durchgehend beim Drehen so eine Spange in der Nase, damit die Nase spitzer wird. Er hat darauf bestanden, dass die Brillen, die er aufhat, die Gundermann-Brillen, eine Original-Sehstärke von Gundermann haben. Da er aber selber gesunde Augen hat, hat er dagegen dann Kontaktlinsen getragen. Das hätte er beim Drehen nichts gesehen.
Er hatte die verschiedenen Masken und er hat sich tatsächlich auch, was vielleicht das Wichtigere ist, schauspielerisch sozusagen in zwei verschiedenen Lebensaltern die Körpersprache von Gundermann angeeignet, wie der gegangen ist, wie der sich bewegt hat als junger Gundermann, anders als älterer. So, er hat den älteren Gundermann, da hatte er noch so ein Fettsuit an, also weil er selber sehr dünn ist, hat er als älterer Gundermann so die ganze Zeit mit so einem Sack gespielt irgendwie, also ein Bäuchlein und dickere Beine und hat sich dadurch natürlich auch anders bewegt. Und er hat sich den Sprachgestus draufgedrückt, inklusive Dialekt. Alex ist Berliner, also und Gundermann ist in Weimar geboren und hat dann in der Lausitz in Hoyerswerda gelebt und spricht so eine Mischung aus thüringisch, sächsisch, berlinerisch, würde ich sagen, so dass so in dieser Gegend zu Hause ist. So, das hat er wirklich. Das ist auch eine Sonderbegabung, dass Schauspieler sich so besonders gut Dialekte auch drauf schaffen können. Alex kann wirklich sehr gut auch Leute nachmachen. Er musste nur eine Weile beobachten und es ist so, der kann relativ schnell Leute skizzieren, wenn er sie eine Weile beobachtet. Und Gundermann, den hat er wirklich studiert. Also es gibt ja zum Glück sehr viel Dokumentarmaterial und das ist dann so, er hat sich das ja in den Monaten der Drehvorbereitung dann so nach und nach angeeignet, um dann im Moment des Drehens tatsächlich nicht mehr drüber nachzudenken. Er hat dann einfach dann auch wieder frei gespielt und hatte aber auch tatsächlich in der Drehvorbereitung, ist er auch privat, er hatte das Zeug auch privat. Also er ist auch so mit diesen falschen Zähnen durch die Gegend gelaufen. Klassischer Method-Actor. Ja, total. Also Alex hat ja gar keine Schauspielausbildung, der ist ja von der Ausbildung her Autodidakt so. Aber er hat eben viele Filme gedreht, er hat 15 Jahre lang Castorf-Theater, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Und er hat sich das wirklich übers Leben auch angeeignet. Mal davon abgesehen, musste er ja auch mit diesen falschen Zähnen sprechen, singen, das kommt ja auch noch dazu, die Songs, Gitarre spielen, also all das kommt ja auch dazu. Es gibt ja relativ viele Takes im Film, wo er auch wirklich live musiziert. Also es gibt Playbacks, aber es sind auch gerade diese solistischen Nummern, da spielt er live und macht das auch selbst. Ja. Also. Und jetzt geht ihr sogar auf Tour, ne, mit Band. Du spielst Gitarre und singst, er singt auch und spielt. Also ich bemühe mich, Gitarre zu spielen und Alex auch. Wir haben tatsächlich eine Band und wir spielen auch Gundermann-Songs mit. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, als der Film rausgekommen ist und haben den begleitet. Und dieses Jahr wieder, das artet langsam aus. Wir spielen im Sommer 12 relativ große Konzerte. Das ist schon eine mittlere Tour. In der Nähe hier, in der Nähe ist vielleicht zu viel, in der Nähe von Koblenz in Simmern beim Heimatfestival. Ja. Spielen 13. wir, August, Open Air. Und also das macht mit Alex aber auch Spaß. Also das ist ein Wahnsinniger. Ist wirklich ein Wahnsinniger. Ich finde es auch spannend. Wenn ich richtig informiert bin, ist deine Musikerkarriere, von der ich jetzt mal sprechen mag, auch mit Gundermann gestartet, weil du mit Axel Prahl früher eine Band hattest. Und euer erster Auftritt war ein Gundermann quasi Revival-Konzert in der Columbia-Halle vor 3000 Leuten. Ja, das hast du, jetzt hast du quasi schon die Pointe verraten. Es war einfach bitter, weil mich hat eine Kollegin angerufen, Petra Kelling, die mit ihrem Mann Richard Engel, die war mit Gundermann befreundet, die haben auch zwei sehr interessante Dokumentarfilme über ihn gedreht und Petra rief mich an, wir haben Stilles Land miteinander gedreht, also da hat sie auch mitgespielt und sie rief mich an und da sagte, ja, wir wollen so eine Gedenkveranstaltung machen zum 10. Todestag von Gundermann und du spielst doch auch Gitarre, willst du nicht ein Lied singen und so, und irgendwie in einem leichtfertigen Moment habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mir. Und Axel hatte sie auch gefragt, der hatte auch irgendwie zugesagt und Axel Prahl. Ja, Axel Prahl und dann rief sie mich und ich habe das dann irgendwie, diese Anfrage verdrängt. Der Todestag von Gundermann ist der 21. Juni, also Mitsommernacht, da fand dieses Konzert auch statt und im Mai rief mich Petra wieder an und sagte, du erinnerst dich doch nach, hast du dir schon ein Lied rausgesucht? Und ja, das ist übrigens in der Columbia-Halle, ist auch schon ausverkauft, 3500 Leute. Also, was? Und dann habe ich in meiner Satz gesagt, du ruf doch mal den Axel an, der ist auch hilflos, der hat auch schon die Hosen voll, die könnt ihr euch doch zusammentun. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengetan und Gabriela Maria Schmeide war damals auch noch mit dabei und wir haben dann so mit zwei Freunden zusammen, dann haben wir da
also Axel ein Lied, ich ein Lied von Gundermann performt. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Und das war auch so, ich meine, ich spiele so eine mäßige Lagerfeuergitarre. Ja, und dann vor 3500 Leuten. Aber zum Glück waren die alle so eine Gundermann-Fans, die haben alles mitgesungen und so. Das war total cool. Also und danach ging es dann aber los, dass plötzlich uns 1000 Leute gefragt haben, ob wir nicht mal irgendwie nochmal Gundermann-Songs spielen können und so. Und dann ist daraus so über 2-3 Jahre wirklich so ein Bandprojekt gewachsen. Wir haben dann immer mehr Songs geübt. Ehrlich gesagt wurde mehr Bier getrunken als geübt, aber irgendwann waren wir trotzdem in der Verlegenheit, dass wir so ein halbes Konzert, so 40 Minuten mal spielen mussten, und so hat sich das dann so nach und nach entwickelt tatsächlich, und nach ein paar Jahren war es dann ein ausgewachsenes Bandprojekt. Und daraus ist dann die Filmidee auch entstanden? Nee, die gab es schon während der Zeit schon, die ist ja so alt, also... Das hat mich die ganzen Jahre begleitet. Also den Film, ich glaube, die ersten Gespräche, die ich mit Laila Stieler dazu geführt habe, das war 2006. Ja. Das war die Drehbuchautorin. Ja. Also wir haben 2006, wenn nicht sogar früher, zum ersten Mal über diesen Film gesprochen. Ja, also. Hast du Gundermann eigentlich jemals live auch kennengelernt? Ja, also ich habe ihn nicht persönlich gekannt. So. Ich habe ihn oft gesehen, live spielend. Ich habe mir auch seine Platten gekauft. Also ich war schon, kann man sagen, Fan. Aber ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Ich hatte jetzt aber natürlich im Zusammenhang mit dem Film mit sehr vielen Leuten zu tun, die ihn persönlich gekannt haben. Ja, also, und mein Kameramann Andreas Höfer, der den Film gemacht hat, der hat mit Gundermann zum Beispiel damals auch ein Video gedreht, und der kannte ihn auch persönlich, war auch bei ihm zu Hause. Also ich war mit Leuten umgeben, die alle, jeder wusste es besser. Also, und dann muss man halt auch, das hast du ja vorhin gesagt, das ist ganz interessant auch, man muss ja wirklich auch, und das macht Alex übrigens auch, und Laila hat das auch gemacht, man muss vielleicht wirklich dazu sagen, das ist zwar das Leben von Gundermann, aber es ist auch eine Kunstfigur. Ja, also es ist auch zum Teil eine Erfindung. Die Fakten, die da drin sind, die stimmen im Wesentlichen so. Aber Gundermann hat zum Beispiel nie mit Bob Dylan gesprochen. Das ist eine Idee von Alexander Scheer. So. Es gibt allerdings die Interviewäußerung von ihm, dass Springsteen ja der Größte ist. So, also es sind sehr viele Texte, die dann wieder stimmen, aber will damit nur sagen, auch bei jeder Filmerzählung braucht es auch Erfindung, und das wirkliche Leben ist nicht immer unbedingt der beste dramaturgische Ratgeber. Und was hat die echte Conny Gundermann dazu gesagt? Die gibt es ja noch. Die echte Conny Gundermann hat den Film die ganze Zeit begleitet. Also wir hatten auch ganz vieles gar nicht erzählen können, wenn sie uns das nicht gesagt hätte. Also als wir den Film angefangen haben zum Beispiel, wussten wir gar nichts von dieser hinreißenden Liebesgeschichte. Das hat sie uns natürlich alles erzählt. Und den Venny, den gibt es natürlich wirklich so. Und dieser Umzug hat wirklich stattgefunden. Also das kann man sich ja gar nicht ausdenken, dass die beiden Männer einfach die Wohnungen getauscht haben. Ja. Und ein bisschen das, wie eine halbe Treppe, oder? Ja, und das, und der Original Venny wohnt bis heute in der Wohnung von Gundermann. Ja. Der wohnt bis heute in diesem Haus, in dieser Wohnung. So. Und ihr habt dort gedreht? Nee, wir haben dort nicht gedreht, aber er war tatsächlich in Hoyerswerda auch bei der Premiere da. Und wir haben sehr vieles dort in den Film reinnehmen können, weil natürlich Conny uns das erzählt hat oder andere Leute. Und Conny hat das ganze Projekt liebevollst begleitet, muss man sagen, mit Gundermanns Tochter, mit Linda. War auch im Schneiderraum natürlich. Ich habe sie eingeladen. Sie waren mit die Ersten, die den Film gesehen haben. Sie hatte auch ihre Tochter Linda, die sieht man im Film kurz, die spielt mit. Es gibt die Szene, wo Gundermann das Lied Linda singt. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, sie in den Zuschauerraum zu stellen. Da gibt es einen kurzen Schuss auf den Puppenspieler. Und dann ist der plötzlich weg, und an seiner Stelle steht ein Mädchen mit so lockigen Haaren. Das ist Linda. Und Conny war an dem Drehtag auch da. Die hatte eigentlich auch einen Auftritt in dem Film. Der ist leider dem Schneiderraum zum Opfer gefallen. Also sie haben auch beide mitgespielt. Und als wir in dem Kesselhaus gedreht haben, in diesem Club, wo Gundermann das Lied Linda singt, das war sehr rührend, muss ich sagen. Weil da waren die beiden zum ersten Mal am Drehort und haben überhaupt Alexander zum ersten Mal auch in Kostüm und Maske gesehen und dann auch noch, wie er dieses persönliche Lied singt. Und Alexander war furchtbar aufgeregt, allein schon, weil er wusste, dass da neben den 200 Komparsen die beiden da sind. So. Und dann sagte Conny irgendwie, die stand da irgendwie hinten in der Ecke und sagte dann plötzlich den schönen Satz: Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht nochmal verliebe. Ja.
Und Linda hat den schönen Satz gesagt, das ist schön hier zu sein, ich habe Papa so lange nicht mehr gesehen. Und da war Alex hin, da konnte er nicht mehr. Also, da kriegen wir doch alle Gänsehaut hier auch. Das war verrückt. Also die beiden haben das wirklich bis zum Schluss auch und vertreten. Und es gibt ja aus diesem Gundermann-Fan-Zirkel auch durchaus Kritik an dem Film. Ja, und Conny hat das alles irgendwie mitbegleitet und sich auch davor gestellt. Ja. Kritik woran? Hauptsächlich die Schulz-Frage? Oder? Ja, also das ist interessant. Ich hätte ja gedacht, dass der Film viel stärker polarisiert. So. Ich hatte eigentlich so mit Gegenwind diesbezüglich gerechnet, dass man sagt, naja, jetzt wird so ein Mann, der bei der Stasi war, das wird das irgendwie relativiert oder so, was gar nicht unsere Absicht war. Aber mit sowas hatte ich eher gerechnet. Interessanterweise aus Richtung Westen kam an dem Film gar keine Kritik. Also, und wenn es Kritik gab, das war so, aber 5% vielleicht, 5-10%, würde ich denken, kam das aus dem Osten. Und dann war es entweder über so einen Stasi-Spitzel darf man keinen Film machen, jetzt wird der auch noch glorifiziert, über Stasi-Spitzel darf man überhaupt keine Filme machen. Oder andersrum, ja, das ist ja alles viel zu groß, dieses Stasi-Thema jetzt. Der Gundermann, das war so ein kleiner Teil in seinem Leben, darüber muss man nicht unbedingt, das muss man nicht so wichtig machen. So. Also diese beiden Polaritäten waren dann in der Diskussion im Osten, spielten die eine Rolle so. Und natürlich letzteres Argument in dem Gundermann-Fankreis sozusagen, da wollten die Leute am liebsten gar nicht, dass das Stasi-Thema in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und Conny hat dann immer gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie sagte, man kann Gundermann nicht verstehen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das gehört zu seinem Leben absolut dazu. Und ihn selber hat das bis zu seinem Tod total umgetrieben. Also und auch in dem Maße erschüttert, wie man es im Film sieht. Also es hat ihn wirklich erschüttert. Und deswegen kann man erzählerisch daran auf gar keinen Fall vorbeigehen. Es geht nicht. Und wir haben uns immer gesagt, wenn wir einen Film über Gundermann machen, geht das nicht, ohne das zu behandeln. Und wenn man das behandelt, dann muss man es bitte sorgfältig behandeln und nicht im Vorbeigehen. Ne? Dass das jemand sorgfältig behandelt, ist bei deiner Vorgeschichte, bei deinem Lebensweg ja auch irgendwie so ein bisschen klar. Du bist in Schwerin groß geworden, bist da aufgewachsen, hast als Jugendlicher dann auch so deine ersten Filmversuche gemacht. Und es war so in der Zeit, als dein Vater, hast du ja schon angesprochen, Adolf Dresen, Theater- und Opernregisseur, der ist im Zuge der Ausbürgerung von Wolf Biermann dann 77 alleine in den Westen gegangen. Und ich stelle mir vor, dass das natürlich auch so eine, ja, wahrscheinlich Stasi-Beobachtungssituation erzeugt hat bei euch. Naja, also mein Vater war übrigens 4 Jahre lang hier am Frankfurter Schauspieldirektor, ja, also Anfang der 80er Jahre. Ja, also, und sehr lustig oder kurios auch, nämlich als DDR-Bürger. Also mein Vater ist 77, du hast es ja schon gesagt, aus der DDR ausgereist sozusagen. Dann ist ihm sein... Eigentlich oder gezwungen? Es gab, nachdem Biermann ausgebürgert wurde, eine Reihe von Künstlern in der DDR, die eine Petition unterschrieben haben, dass Biermann wieder reingelassen werden muss. So, also das hat mein Vater auch unterschrieben. Und danach bekamen die Leute, die das unterschrieben hatten, massive Probleme und Ärger. Mein Vater war Regisseur am Deutschen Theater in Berlin. Er kriegte Probleme mit der Zensur, er wurde aus der Partei, er war Genosse wie Gundermann, er wurde aus der Partei rausgeschmissen. Ja, also er wurde immer mehr zum Dissidenten im eigenen Land, obwohl er das sich gar nicht so empfunden hat. Ja, also, und ist dann nach einer Gastinszenierung in Basel, die er machen durfte, im Westen geblieben. Dann ist ihm sein Intendant hinterhergereist, hat ihn überredet, wieder zurückzukommen mit dem Versprechen, dass er dann einen Pass kriegt mit einem ständigen Visum. Die DDR war damals sozusagen in der Situation, dass sehr viele Künstler das Land verlassen haben. Der prominenteste ist vielleicht Manfred Krug. Ja, also, sie wollten sich nicht die Blöße geben, dass so viele Leute gehen. Ja, also, und deswegen dieses Angebot mit ständigem Visum. Er kam dann zurück, es hat dann noch lange gedauert, aber er hat diesen Pass tatsächlich bekommen. Und so hat er tatsächlich ab 1978 im Westen gelebt, aber als DDR-Bürger. Ja. Und das ist schon kurios. Frankfurt seinerzeit, CDU-regierte Stadt. Ja. Ein DDR-Bürger ist Schauspieldirektor am Schauspielhaus. Schon ein Kuriosum. Und da gibt es übrigens auch eine sehr interessante Geschichte.
die habe ich mal meinem Kollegen Florian Henkel von Donnersmarck erzählt, nachdem ich seinen Film Das Leben der Anderen gesehen hatte, wo es einen aus meiner Sicht sehr klischeehaft gezeichneten DDR-Kulturminister gibt. Und da habe ich dem Florian die Geschichte erzählt, die meinem Vater widerfahren ist, 1984. Mein Vater musste alle 2 Jahre in die DDR zurück, um dieses besagte Visum zu verlängern. Er hatte jedes Mal Angst, weil er dachte, sie lassen ihn nicht wieder raus. Für uns wiederum war das eine tolle Gelegenheit, dass wir uns mal sehen konnten. Ich konnte ja wiederum nicht in den Westen. Ich hatte damals gerade mein Abitur gemacht und so und war dann froh, dass ich meinen Vater mal sehen konnte. Und einmal haben wir uns getroffen in Berlin am ehemaligen Kulturministerium der DDR. Und da musste er gerade, um dieses Visum zu verlängern, zum Kulturminister, zu einem Termin sozusagen. Und der Kulturminister hieß Hoffmann, genauso wie der damalige Kulturdezernent hier in Frankfurt. Sehr lustig. Dieses Kino und dieses Haus nicht gäbe übrigens. Ja, das ist so, so klein ist die Welt. Ja. Und mein Vater saß bei Herrn Hoffmann in Berlin an seinem Schreibtisch. Und Herr Hoffmann, wir haben das Jahr 1984, das ist jetzt für das Folgende wichtig, der Kulturminister sagte zu ihm: Herr Dresen, Sie haben in der Frankfurter Paulskirche an einer Gesprächsrunde der Friedensbewegung teilgenommen, wo es um die Stationierung der Pershing und SS-20-Raketen ging. So. Also, und er hat ihn zur Sau gemacht, dass er das nicht durfte als DDR-Bürger und so weiter, bla bla bla. Und während er das tat, nahm er einen Zettel, der auf seinem Tisch lag, und schob ihn zu meinem Vater rüber und sagte zu ihm: haben Sie mich verstanden? Und der Zettel, das war der Spitzelbericht aus der Frankfurter Paulskirche. Und auf dem Zettel stand unter anderem auch der Klarname des Spitzels. Und der hat ihn wieder zurückgenommen: haben wir uns verstanden? Er hat meinen Vater quasi gewarnt vor dem Stasi-Mann, der ihn hier bespitzelt hat, und hat diese ganze Show abgezogen für die Mikrofone im eigenen Büro. Ja. Wow. Und das ist wirklich, man muss solche Geschichten kennen, um zu begreifen, wie paradox und wie seltsam das DDR-System manchmal getickt hat. Und deswegen habe ich das dem Florian erzählt. Mhm. Er sagte: Hör auf, das ist alles viel, viel komplizierter, als du denkst. So, also, und diese Geschichte erzählt sehr viel, finde ich, nicht nur über das politische System und die Situation damals, sondern auch, wie merkwürdig die Verhältnisse in der DDR gewesen sind, wie komplex. Ja, ja, und in diesen komplexen Verhältnissen wolltest du dann ausgerechnet Film studieren mit dieser familiären Vorbelastung. Ja. An der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg, Konrad Wolf. Und das von 1986 bis 91. Wer die deutsche Geschichte kennt, weiß, es war eine spannende und verrückte Zeit. Vor allen Dingen, weil ihr direkt neben der Mauer saßt. Naja, man muss vielleicht auch mal sagen, es gibt ja eine sehr schöne, interessante Rede von meinem Kollegen Thomas Brasch, als er den Bayerischen Filmpreis erhalten hat. Googeln Sie das mal, das macht wirklich Spaß. Auf YouTube gibt es da ein tolles Video, wie er vor Franz Josef Strauß Nase der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg dankt, Anfang der 80er Jahre. Das ist ein Ereignis. Und dessen Gesicht entgleist. Und das Gesicht von Franz Josef Strauß entgleist komplett. Ich muss der Filmhochschule eigentlich danken, dass ich überhaupt studieren durfte, weil man muss vielleicht dazu wirklich sagen, also aus einer Theaterfamilie kommen, keine Arbeiterfamilie, ich war nicht in der SED, ich habe nur 1,5 Jahre Armeedienst geleistet, nicht das, was einem immer gesagt wurde, wenn man studieren will, muss man 3 Jahre zur Armee. Mein Vater war noch dazu im Westen und ich durfte trotzdem studieren. Wieso? Ja, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, ich musste schon die Eignungsprüfung auch mal wiederholen und so, aber letztendlich haben sie mich dann genommen. Ich hatte offensichtlich Glück und gute Fürsprecher auch, also das waren vor allen Dingen die Kollegen vom DEFA Spielfilmstudio, die da mit drin saßen in der Eignungsprüfung. Hast du ein Volontariat vorher gemacht, ne? Die mich ins Volontariat haben wollten und die mich irgendwie mochten und sich dann eingesetzt haben, sehr stark so. Und Günter Reisch war mein Lehrer. Also es gab ein paar Leute, die sich sehr stark gemacht haben für mich und sowas war eben auch dann möglich so. Ich war auch nicht der Einzige in meiner Seminargruppe. Es gab noch einen Studenten, der ähnliche Hintergründe hatte. Also man konnte da schon irgendwie durchschlüpfen mit etwas Glück und den richtigen Fürsprechern, würde ich sagen. Und ich hatte noch einen anderen guten Umstand, dass 1986 an der Babelsberger Filmhochschule ein neuer Rektor kam. Der Rektor hieß Lothar Bieski. Und Lothar Bieski, der wird vielen hier vielleicht noch ein Begriff sein, der war ja lange Jahre Vorsitzender der
PDS, später Linkspartei in den 90er Jahren, gemeinsam mit Gregor Gysi, war aber eigentlich Medienwissenschaftler. Filmwissenschaftler, Medienwissenschaftler, kam vom Jugendmedieninstitut in Leipzig. Und ich habe mich immer gefragt, ob das jetzt, ob da jemand in der Regierung der DDR besonders dumm oder besonders klug war, dass ausgerechnet jemand wie Bieski an die einzige Medienhochschule des Landes als Chef gebracht wird, weil Bieski war definitiv Glasnost, Perestroika, Vertreter und passte so gar nicht in die gängigen DDR-Verhältnisse. Und der trat an, genau in dem Jahr, als ich auch dort kam und sagte, ich möchte, dass die Schule offen ist, nach West wie Ost, dass die Studenten hier ihre Geschichten erzählen können, die sie erzählen wollen. Und er hat sich wirklich, wir haben das dann diesen, es ist ja immer leicht, die Klappe aufzureißen vor einem schützenden breiten Kreuz. Ja. Er hat uns geschützt und wir haben das natürlich als Studenten weitlich ausgenutzt. Und das hat mir wiederum erlaubt, durch das Studium aufrechten Ganges durchzukommen. Ja, also, und dafür bin ich ihm extrem dankbar, muss ich sagen. Und das war ein Mensch, der, also ich erzähle eine kleine Geschichte noch, wenn ich darf. Ja. Also ich habe einen Film gemacht über die NVA, einen 20-minütigen Dokumentarfilm, der Yummy. Nicht sehr gut, ja, die Nationale Volksarmee, Entschuldigung. Und da ging es um einen jungen Mann, der einberufen wird und wir haben den begleitet und der Film ist jetzt nicht überaus kritisch, aber schon für DDR-Verhältnisse sehr offenherzig. So. Also und sehr, er zeigt einfach, wie es ist, nämlich dass es einem da nicht gut geht, wenn man zur Armee muss und dass das eigentlich scheiße ist. So. Also, um es mal ganz klar zu sagen, das Ende des Films ist eine Weihnachtsfeier, wo diese ganzen Jungs da sitzen und ein junger Offizier, der nicht viel älter ist als sie, ihnen irgendwie erklären muss, warum sie da jetzt sitzen müssen und nicht zu Hause sind. Ja. Was paradox ist, ja. Und für diesen Film wurden wir extrem angefeindet und Bieski hat ihn trotzdem immer wieder zeigen lassen. Und im Januar 1989 rief er mich in sein Rektorat und sagte, pass mal auf, Andi, wir haben mit dem Film jetzt so viele Probleme, wir können ihn jetzt echt nicht mehr zeigen eine Weile. Also ich bitte um Entschuldigung. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich finde es gut, wenn die Filme meiner Studenten Aufsehen erregen bis in die höchsten Kreise des Politbüros. Weiter so. Ja, also das war Bieskis Art, ein Verbot auszusprechen. So. Und man muss vielleicht dazu sagen, ich habe sehr viel später erst erfahren und er hat sich nie damit gebrüstet. Er hat mir das selber nie erzählt. Ich weiß, dass ich von der Schule fliegen sollte. Er hat das alles verhindert. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Er ist wirklich zigmal musste er antanzen. Mhm. Es gab einen riesen Ärger hinter den Kulissen. Wir haben davon so gut wie nichts gemerkt. Ja, also, stark. Und das war schon, er ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben, ja. Eine tolle Persönlichkeit, muss ich sagen. Senden wir ihm doch posthum einen Beifall an der Stelle, finde ich. Ja, aber dann kommt der Punkt, die Wende, der Mauerfall, die Wiedervereinigung. Du hast eine DDR-Filmausbildung und musst deinen ersten Spielfilm in der BRD, in der im wiedervereinigten Deutschland machen. Und das ist ja etwas, was vielen deiner Mitstudenten nicht so gut gelungen ist wie dir. Also so viele Erfolge, auch schon mit den ersten Filmen, das ist vielen nicht geglückt. Was würdest du sagen, war, wenn du so jetzt im Nachhinein drauf schaust, vielleicht dein Erfolgsrezept, dass du das geschafft hast, dass du im Westen auch reüssieren konntest? Oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das war... Hast du anders gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders gemacht habe. Also es war einfach, es ist sicherlich auch ein glücklicher Zufall, dass ich in einer bestimmten Zeit am richtigen Ort war. So, das war ja ein sehr schmales Zeitfenster, in dem man überhaupt in diesen Jahren aus dem Osten kommend eine Chance hatte. So. Also es gab kurz nach dem Mauerfall eine gewisse Neugier von Produzenten. Also ich musste erst mal begreifen, man muss vielleicht das System der DDR noch mal kurz erklären. In der DDR gab es ja keine selbstständigen oder freiberuflichen Regisseure, sondern man war grundsätzlich festangestellt. Ja, also Filmregisseure waren entweder beim DEFA Spielfilmstudio angestellt oder beim Fernsehen der DDR. Dort machte man Filme und das war's so. Also, und wenn man da keinen Job hatte, dann konnte man nicht Regisseur sein. Ne? Und
Nun, wie das der Mauerfall so wollte, löste sich die DEFA in ihre Bestandteile auf und das Fernsehen der DDR sowieso. Also fanden wir uns alle auf dem freien Markt wieder. Und es gab in dieser Zeit aber eine gewisse Neugier von einigen Produzenten aus dem Westen, die neugierig waren auf das, was da im Osten los war. Die hatten aber häufig das Handicap, dass sie die Filme aus dem Osten nicht kannten. Ja, also ich habe nach 1990 sehr schnell festgestellt, dass ich kurioserweise, obwohl ja die Mauer eigentlich dazwischen war, dass ich persönlich sehr viel mehr Filme aus dem Westen kannten, als meine Westkollegen umgekehrt aus dem Osten. Ja, also das hat natürlich was auch damit zu tun mit dem Sehnsuchtsthema. Ja, also dass wir natürlich diese Chance genutzt haben, auch im Westfernsehen uns Sachen anzugucken, weil das so unsere Möglichkeit war, überhaupt was von der Welt zu sehen. Dieses Motiv fiel ja im Westen weg. Ja, also, bei den Produzenten war es natürlich genauso. Die kannten die DEFA-Regisseure größtenteils nicht, obwohl da tolle Leute dabei waren. Ne? Aber dann waren sie natürlich gerade bei den älteren Kollegen, dachten sie, vielleicht waren die doch irgendwie mit dem System involviert oder so, man weiß ja nicht und so. Und dadurch sind halt leider in diesen Jahren sehr viele sehr begabte Leute einfach abhanden gekommen. Die haben keine Arbeit mehr bekommen, ne? Weil sie in dieses neue System nicht reinkamen. Und bei mir war es halt so, ich verließ halt genau zu dem Zeitpunkt die Schule. Ja. Also ich war noch nicht in dem System drin. Ich hatte ja noch nie einen Film gedreht. So. Und kam aber, da kommt dann jetzt die Berlinale ins Spiel, die in meinem Leben immer eine Rolle gespielt hat. Ich kriegte eine Einladung ins Forum des jungen Films mit einem Studentenfilm, den ich gemacht hatte. Und dort stand aus meiner Sicht ein älterer Herr, der war viel jünger, als ich jetzt bin. Der stand am Ausgang des Kinos, das war die Akademie der Künste, Hanseatenweg. Ich sehe es noch wie heute und ich gehe nach der Vorführung so raus und da stand Wolfgang Pfeiffer, Produzent, und sprach mich an und sagte, kann ich dir helfen, deinen ersten Film zu machen? So, und ich dachte, wow, ich wusste ja noch gar nicht, wie das alles so geht. Ich habe den dann in seinem Produktionsbüro besucht, das war in einem Kreuzberger Hinterhof. Er saß da ganz alleine in einem trostlosen Büro. Also es gab mir so einen Vorgeschmack, wie das bis heute eigentlich so ist mit den unabhängigen Produktionsfirmen. Ja. Und es war nicht sehr glamourös, will ich damit sagen. Und ich hatte mir es aber irgendwie ganz, ganz glamourös vorgestellt. So. Also war auch schon mal eine kleine Enttäuschung. Und ich dachte so, die große Welt des Films ruft jetzt. Ja. Also, und dann saß da ein Herr, werde ich nie vergessen, als ich das erste Mal in sein Büro kam, saß er hinter dem Schreibtisch und spielte Tetris auf dem uralten Computer. Das war irgendwie das erste Bild, was ich so von Wolfgang Pfeiffer als Filmproduzenten vor Augen habe. Ich dachte, okay. Aber so ist dann tatsächlich mein erster Film entstanden, aufgrund dieser Neugier. Und dann hatten wir halt das Glück, den habe ich auch mit Laila Stieler gemacht, mit der ich, also bis heute arbeiten wir halt gemeinsam und sind enge Freunde. Und es war halt auch ein bisschen glückliche Fügung, wirklich. Also 2 Jahre später, wenn man die Schule 2 Jahre später verlassen hat, war es schon wieder schwieriger. Ja, ich denke immer, ich unterrichte ja nur auch, und dann, man kann eigentlich immer nur sagen, natürlich braucht man Handwerk und man braucht auf jeden Fall auch Talent. Aber was man auch braucht, ist Glück. Ja. Also es geht leider nicht ohne alle drei Bestandteile. So. Und es gibt leider sehr viele Leute, die eben talentiert sind, Handwerk haben, aber dann fehlt das nötige Quäntchen Glück dazu. So. Und das ist halt wirklich, deswegen sind das manchmal auch so Zufälle, die Lebenswege entscheiden. Ne? Du hast es tatsächlich bis dahin geschafft, wo es kaum ein deutscher Regisseur schafft, nach Cannes, und dort dann sogar die wichtigste Nebensektion, Un Certain Regard, mit halt auf freier Strecke auch gewonnen. Dazu passt vielleicht auch deine Produktionsfirma, um jetzt auch auf die Carte Blanche überzugehen, die hat einen ganz bestimmten Namen, deine eigene Produktionsfirma, und die ist einem Film, einer Filmfigur entliehen, die du auch ausgewählt hast in dieser Reihe. Magst du uns diese Geschichte erzählen? Ja, also meine Produktionsfirma heißt Iscrimas. Das klingt ein bisschen wie eine Eissorte, durch das Crema so, ne? Also es ist aber was Verstecktes. Es gibt hier einen Film in der Reihe, die ich ausgewählt habe, der heißt Leuchte, mein Stern, leuchte, von Alexander Mitter, ein sowjetischer Film von 1969. Das erzählt die Geschichte
eines fahrenden Schauspielers, kann man sagen, wo das ja eigentlich so herkommt mit unserer Kunst, ja, Jahrmarktspektakel. Und der fährt so von Stadt zu Stadt in den 20er Jahren des Post-Revolutions-Russlands und will die große Fahne der Kunst zu den einfachen Leuten bringen und bringt in die kleinen Dörfer Hamlet und solche Sachen. Shakespeare will er spielen. Ja, also gespielt von einem wunderbaren Schauspieler, von Oleg Tobakov. Und der Film ist hinreißend, weil er sozusagen auf komödiantische, tragikomische Weise die Rolle der Kunst in wechselnden politischen Verhältnissen reflektiert und wie dieser Iskrimas, so nennt er sich, immer versucht sozusagen, sich den Verhältnissen mit seiner Kunst anzupassen und das im Grunde seines Herzens aber doch ein zu guter Mensch ist, um das zu können. Ne? Und das ist sehr, sehr schön erzählt, das ist sehr witzig, aber es ist auch zum Weinen. Und diese Figur Iskrimas, das hat natürlich eine Bedeutung. Das heißt, der Name. Iskustvo revoluzii masso, die Kunst der Revolution den Massen sozusagen. Und so nennt er sich selber, er will die Kunst der Revolution in die Dörfer tragen. In Wirklichkeit bringt er Shakespeare, aber naja, kann ja auch die Kunst der Revolution sein. Und der lässt Jeanne d'Arc spielen. So. Und ich fand das einen schönen Namen, weil die Kunst der Revolution den Massen finde ich irgendwie gut als Filmproduktionsfirma. Und außerdem versteht es keiner. Außer ein paar, ein paar sehr profunde Kenner osteuropäischer Filmgeschichte. Also ich wurde daraufhin schon mehrfach angesprochen, so, es gibt dann doch ein paar Leute, die das erkennen und daran ihren Spaß haben. Und ansonsten ist es für die anderen vielleicht ein rätselhafter Name und ich finde es aber sehr schön, weil es auch tatsächlich einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist, weil er auf eine tragikomische Art Kunst und Politik auch reflektiert, ja, und sehr, sehr menschlich. Also. Du bist auch nicht der Einzige. Zum Beispiel Jan-Josef Liefers hat gesagt, er saß im Kino, hat diesen Film gesehen damals und hat da beschlossen, er will Schauspieler werden. Also, ja, also sehr, der sehr Film war sehr prägend und er war auch ein unglaublicher Erfolg in der DDR. Mhm. Also ich glaube in der Sowjetunion aber auch. Das ist von Alexander Mitter mit Sicherheit der populärste und wichtigste und auch mit Abstand erfolgreichste Film. Und ich weiß, dass ich den in der DDR, ich war damals ja noch relativ klein, ich war so 7, 8 Jahre so, also und habe diesen Film irgendwie gesehen und der hat mich, ich habe den wahrscheinlich, er ist ja auch so ein bisschen, es gibt ein Theaterstück, das heißt Die Legende von Iskrimas, das ist nach diesem Film gemacht. Und der Film hat ja auch sehr viel Märchenhaftes, Legendenhaftes so. Und ich habe den als Kind, glaube ich, gesehen wie ein Märchenfilm. Und es geht auch. Ja, also man kann den auch gucken wie ein Märchenfilm. Aber für einen Erwachsenen ist es halt ein sehr kluges, sehr menschliches, sehr politisches Märchen. Ja. Das passt eigentlich fast auf alle deine Filme, die du ausgewählt hast. Du hast interessanterweise sehr, sehr viele westliche Filme, auch klassisch westliche Filme ausgewählt. Wir werden jetzt nicht im Einzelnen groß drauf eingehen, aber du hast gleich 2 New York-Filme mit Taxi Driver und Woody Allens Hannah und ihre Schwestern. Du hast natürlich Ken Loach dabei, der so ein bisschen dein alter Ego vielleicht ist sogar. Ja, das wäre schön, ja. Ja, warum nicht? Du hast aber auch einen frühen Fellini dabei, einen Buñuel und es geht immer um Filme, wo ja noch mehr dahinter steckt, wo auch wirklich es ein politisches Ziel gibt, aber das nicht mit dem Zeigefinger irgendwie geschaffen werden soll, sondern auch immer mit so einer gewissen Lakonie, einer Melancholie, einer Schwermut und Humor. Das passt Humor ja auch. Ohne Humor geht nicht. Also das ist, es gibt wenige von, also ich glaube beim Buñuel ist ein bisschen Sarkasmus. Indiana. Ja, das bei Buñuel ist ein bisschen Sarkasmus drin, aber Buñuel zum Beispiel, das ist für mich einer der absoluten größten Regisseure. Also ich liebe das. Also bei Buñuel fiel es mir auch echt schwer. Ich habe mich dann für Viridiana entschieden, weil es nicht so ein bekannter Buñuel ist. Man hätte ja auch Schöne des Tages nehmen können oder so. Aber der ist so, den bewundere ich deswegen, weil der etwas hat, was ich so gar nicht habe. So. Der ist so gnadenlos auch irgendwie. Also und trotzdem menschlich und auf eine gewisse Art unversöhnlich. Ja, und das finde ich also ein knallharter Realist. Ja, und trotzdem so dicht bei seinen Figuren. Also ich bewundere den über alle Maßen. Ich habe vor Jahren, als so
als man so die ersten DVDs so bekam, so habe ich wirklich dann Buñuel-DVDs gesucht. Ich bin in Spanien, bin ich durch DVD-Läden gerannt und war entsetzt, dass es dort kein Buñuel gab. Also ich war, dachte, Mensch, wenigstens hier müsste es doch den geben. Ich habe dann in New York, bin ich fündig geworden, Criterion Collection. Da gab es den plötzlich, ja. Also aber mich hat der so fasziniert und ich habe diese Filme gefressen und Viridiana, das ist, also nur vielleicht für die, die den Film nicht kennen, ist die Geschichte einer Nonne, die das, ich verkürze das jetzt und vereinfache es etwas, die das Gutshaus ihres Onkels gemeinsam mit ihrem Cousin erbt, so, die aber eigentlich so ein sehr religiöser Mensch ist und dann beschließt, dass sie so eine Art Armenküche dort aufmacht für die Behinderten, für die Armen, also sie will sozial was Gutes tun, ja, also und die Armen, die übrigens alle von Originalleuten gespielt werden bei Buñuel in diesem Film, das ist schon, das Ensemble ist großartig, ja, also die sind so alles andere als barmherzig, weil die sind halt vom Leben gebeutelt und die sind auch Underdogs so und die müssen zusehen, wie sie irgendwie durchkommen und eigentlich gönnt keiner dem anderen auch nur das kleinste Teil mehr, so, das ist schon, diese Szenen sind schon hinreißend und dann irgendwann muss die Nonne mit ihrem Cousin in die Stadt, so, und die sind mal nicht da. Und dann gehen diese ganzen Armen und Behinderten, nutzen diese Chance und stürmen das Gutshaus, wo sie sonst nie reingehen und feiern eine, man kann schon sagen, Orgie dort. Es gibt die eine Szene, das ist wie das christliche Abendmahl, da sitzen die um eine große Tafel rum und es ist hinreißend, wie sie sich sozusagen, also man muss automatisch und auf ganz politische Art auch an die Flüchtlingskrise denken, man denkt, nein, die Armen nehmen sich das, was ihnen zusteht. Man kann es ihnen auch nicht verübeln, ja, auch wenn sie sich aufführen wie die Vandalen, aber das ist einfach Buñuels Realismus, das ist so toll. Und dann kommt die Nonne irgendwann nach Hause und da sieht es aus wie Sodom und Gomorra, ja, also, und sie wird noch von einem der Leute fast vergewaltigt, also es wird ganz, ganz, ganz böse, so, und sie muss auf den Boden der Tatsachen zurück und am Ende dieses Films bringt ihr Cousin, der übrigens ein sehr weltlicher Typ ist, das ist auch eine hinreißende Schlussszene, am Ende dieses Films bringt er ihr Kartenspielen bei, ja, also, und, dieser Film wurde teilweise damals verboten. Der hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen, 1960. Ja. Wurde in Spanien verboten. Ja. Also, und ist eine wahnsinnige Religionskritik, aber nicht nur das. Es ist ein Schlag ins Gesicht von den Sozialromantikern sozusagen. Und trotzdem ist dieser Film so sozial wie nur irgendwas, weil er einfach zeigt, wie gespalten die Gesellschaft ist und dass man das nicht kippen kann, dass man die Gesellschaft ändern muss, wenn man versuchen will, sozusagen Gerechtigkeit herzustellen. Das ist ganz toll. Ja. Also, das machst du übrigens auch. Ich möchte noch auf einen Film aus der Reihe eingehen und dann auf den Film, der gleich im Anschluss läuft. Der eine Film, den wir nämlich morgen noch als letzten, als Abschlusspunkt deiner Carte Blanche sehen. Das ist der einzige Film, bei dem du A, mit dem Regisseur regelmäßig zusammenarbeitest und B, sogar einen Dialog wörtlich geklaut hast für deinen Film Sommer vom Balkon. Magst du uns diese Dialogpassage kurz sagen oder soll ich sie? Sag du sie mal. Ja. Geklaut? Ja, also was heißt geklaut? Also wenn sie eins zitiert, sagen wir es mal so. Wenn nach einem One-Night-Stand der Lover von ihr rausgeworfen werden soll, dann sagt Nadja Uhl in dem Fall bei dir, bei Sommer vom Balkon, ist ohne Frühstück. Und dann fängt er an, ein bisschen rumzumaulen und will das eigentlich nicht. Und dann sagt sie, ist auch ohne Diskussion. Das ist lustig, aber das ist wirklich der Solo-Sunny-Dialog von Renate Krossen. Bei uns sagt sie das nicht. Also bei uns geht es dann um den Analverkehr, glaube ich, oder so. Das ist auch, also bei uns gibt es auch einen ganz finsteren Dialog. Das wunderbare Dialoge. Wolfgang Kohlhase übrigens, also um das zu sagen, also der Film Solo-Sunny, um den es geht, der ist von Konrad Wolf als Regisseur. Und Wolfgang Kohlhase war Co-Regisseur und der Drehbuchautor. Und Wolfgang ist ein grandioser Drehbuchautor mit einem wunderbaren, lakonischen Sprachwitz. Und diese von dir zitierte Szene ist meiner Meinung nach die Eröffnungsszene von Solo Sunny, auf jeden Fall kurz nach dem Anfang. So geht's gleich schon mal los. Eleganter kann man einen Liebhaber nicht abservieren. So. Und der Film strotzt nur so vor wunderbaren, boshaftesten Dialog. Wenn, da gibt es einen Taxifahrer, der immer in Sunny ist eine Tingeltangel-Sängerin, kann man sagen, eine Schlagersängerin, die so heißt der Film Solo Sunny, die eigentlich immer sich danach sehnt, mal ein Solo zu haben. Schon das war eine Provokation in der DDR, Solo Sunny. Ein Land, wo alles auf Kollektivierung,
ausgelegt war. Man ist in der Gruppe und so. Es gibt kein Solo im Osten. Ja, also im Osten ist man gefälligst in der Gemeinschaft aufgehoben. Ja. Deswegen hat mich dieser Film auch so beeindruckt. Der ist 1980 rausgekommen. Der war ein Riesenerfolg. Und sie ist halt so eine, und sie will halt irgendwie ihr Lied. Das kriegt sie dann irgendwann auch. Dabei fressen die Leute dann ihr Steak. Ja, also, und in Sunny ist aber so ein, sie findet auch immer nie so richtig die Liebe, die sie sich wünscht. So, und da ist so ein sehr einfach gestrickter Taxifahrer ist in sie verliebt und er steht immer zur falschen Zeit mit einem Blumenstrauß vor ihrer Tür und das nervt ja irgendwann. Und dann irgendwann sitzt sie mit ihm im Taxi und sagt zu ihm: Mensch, Harry, manchmal denke ich, du bist richtig doof. Und er sagt: Aber Sunny, bei der Kohle, die ich verdiene, kann ich doch nicht doof sein. Und ja. Diese Art von Dialogen, davon strotzt dieser Film nur so. Das kann Kohlhase wirklich, konnte den irgendwann mal auswendig, den ganzen Film. Ne? Morgen 18 Uhr haben Sie die Gelegenheit, diese wunderbaren Dialoge noch zu sehen. Und natürlich eine der wunderbaren Videobotschaften, die Andreas Dresen tatsächlich für jeden dieser Filme gemacht hat. Die können Sie auch noch mal online auf unserer Homepage nachsehen, denn das ist wirklich sehenswert, auch zu all den Filmen, über die wir jetzt gar nicht groß geredet haben. So, jetzt gleich nach dieser Veranstaltung gibt es noch die Gelegenheit. Andreas Dresen war bereit, auch noch zu signieren, dankenswerterweise. Das würden wir aber gerade draußen. Können aber auch einfach nur reden. Können wir auch draußen vor der Tür machen. Wir haben oben nämlich das Buch zum Film Gundermann und einige DVDs aus seinem Werk, von seinen besten Filmen. Also an der Kasse können Sie die gerne erwerben. Er unterzeichnet oder macht auch Fotos. Das Schöne ist, dass es jetzt auch gleich noch quasi deinen Wunschfilm aus deinem eigenen Werk gibt und der noch dazu auch tatsächlich mein Lieblingsfilm von deinem Werk ist, und zwar Halbe Treppe. Mit Axel Prahl, mit Thorsten Merten, Steffi Kühnert, Gabriela Schmeide. Ein Ensemblefilm in Frankfurt an der Oder, wie man in voller Energie kaum gesehen hat. Sagen wir doch einfach in Frankfurt. Also ein Frankfurt-Film. Also haben wir in Sie werden es nicht wiedererkennen. Ich möchte nur kurz sagen, warum ich Halbe Treppe, also das ist ja immer sehr schwer, wenn man gefragt wird, welches ist denn für dich der wichtigste oder dein Lieblingsfilm oder so? Das, als ob man jemand fragt, welches von deinen Kindern ist dir das Liebste, das kann man auch nicht beantworten. Und Halbe Treppe ist ein sehr besonderer Film, weil ich da für mich ganz viel gelernt habe übers Filmemachen nochmal. Den haben wir 2001 gedreht und er ist komplett improvisiert. Ich hatte damals diese Bewegung weg vom kompletten fertig ausgeschriebenen Drehbuch hin zu viel freierem Spiel. Wir haben im Prinzip zusammen gelebt, als wir den Film gemacht haben und haben die Geschichte gemeinsam mit den Schauspielern selber entwickelt und dann improvisierend gedreht. Jetzt macht ja jeder Impro-Filme. Also das ist ja quasi eine Sucht geworden. So. Aber damals war das wirklich noch was völlig Neues für uns sowieso. Und es war für mich so die Entdeckung des Films jenseits dessen, dass es natürlich auch eine große Industrie ist und dass man sich an Drehpläne, an Produktionsbedingungen, an Budgets halten muss. Das ist ganz klar, das gehört ja dazu. Ich habe ja vorhin schon gesprochen über die Zwänge und auch über die Ängste. Und Halbe Treppe war wie so eine Selbstvergewisserung, dass Film auch Abenteuerland ist, dass wir die Aufgabe haben und berufen sind, immer wieder ein neues Territorium uns zu erobern, dass wir Dinge ausprobieren müssen, die wir noch nicht kennen, auch auf die Gefahr hin, dass wir scheitern. Ja, also vor Scheitern haben wir ja alle ganz besonders Angst in unserer Welt, wo wir ja alle so besonders reich, schön und erfolgreich sein müssen. Ne? Deswegen hat man vor Scheitern so viel Angst und diese Ängste lassen einen dann häufig so ein Netz und doppelten Boden einziehen und das ist in der Kunst der völlig falsche Weg. Da kann man sowieso schon nur scheitern dann. Ne? Und insofern war Halbe Treppe für mich so volle Kraft rein ins Risiko, was ganz anderes ausprobieren. Als wir den gedreht haben, haben wir uns immer gesagt, naja, das stellen wir uns später mal als Videokassette selber ins Regal. So, weil wir haben, ehrlich gesagt, hat niemand wirklich geglaubt, dass das mal ein Film wird. Also das war so, wir haben das auch mit Preisgeld, Deutscher Filmpreis war das damals. Da haben wir gesagt, wir nehmen dieses Preisgeld und gönnen uns dieses Erlebnis, so einen Film mal zu machen. So, und den machen wir, und es war auch wirklich das Gespräch mit Peter Rommel, mit dem Produzenten, wir haben es wirklich so zueinander gesagt, wir machen das und wir machen das ausschließlich und nur für
uns. So. Und wie das dann immer so ist, gerade solche Filme werden dann manchmal paradoxerweise besonders erfolgreich. Das konnten wir ja nicht ahnen. Ja. Aber das war eine schöne Erfahrung, sowas mal machen zu dürfen im Leben. Also ich kann Ihnen nur raten, gönnen Sie sich dieses Erlebnis und bleiben Sie einfach sitzen und gucken dann gleich den Film. Und dir wünschen wir natürlich, dass du noch weiter viel ausprobierst und uns so viele tolle Filme schenkst. Großen Applaus, Andreas Dresen. Dankeschön.